des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Für den Gläubigen, das Wort Amen, das wir soeben ausgesprochen haben und so oft aussprechen, so wie auch das Wort Alleluja, sind zwei himmlische Worte, das sind Worte, die vom Himmel stammen. Und in dem heutigen Fest, wo wir in den Himmel sozusagen verrückt werden, in Einheit mit der unzähligen Schar von Seligen, welche hier auf Erden jede Art von Kummer, Schmerz, ja aber auch Marter, Mühsal, Belastung, aber eben auch Einschränkung der persönlichen, physischen, auch Freiheit, dann auch noch beladen mit langen Martern, langen Gefängnisqualen, die Mühen in den Auseinandersetzungen mit den Nahestehenden selbst, mit Familienangehörigen, die Verfolgung, jahrelange Arbeiten in Steinbrüchen. Unzählig sind die Mühsalen, die diese nun aber glorreich mit Gott vereinten Seelen hier auf Erden überstanden haben. Und sie haben gesiegt, so wie die 7 Makkabäerbrüder, die wir in der letzten Woche gefeiert haben. Welch großes Beispiel, und das schon vor Jesus Christus, aber im Hinblick auf Jesus Christus und im Hinblick auf die Verdienste, die er erwerben sollte, das Martyrium auf sich genommen haben, mit einer energischen Großzügigkeit, die bis dahin ging, dass einer, der letzte meine ich von den 7, ja sogar in das Martyrium geht und den Richter anspricht: Wir ertragen und empfangen diese eure Qualen als gerechte Strafe für unsere Sünden, aber du, der sie uns ungerechterweise auferlegst, wirst keine Barmherzigkeit bei Gott erlangen aufgrund deiner Grausamkeit. So in dieser Art hat er dann also aus freien Stücken das Martyrium auf sich genommen, so dass dieselbigen Henker erstaunt waren. Und das ist nicht das einzige, unzählig sind die Beispiele der Märtyrer, die ein vorbildliches Martyrium über sich ergehen lassen haben, aber ebenso zahlreich ist die große Zahl der Märtyrer, die, bevor sie hingerichtet wurden, lange geschmachtet haben, lange zugewartet haben, in Gefängnissen, Käfigen, bevor sie vor den wilden Tieren geworfen wurden. Und alle diese sind nun glorreich, triumphierend, für alle Ewigkeit mit unsagbaren, unaussprechlichen Glück versehen, das ihnen niemand mehr nimmt, liebe Gläubige. Wenn wir die Worte unseres Herrn Jesus Christus uns zu Herzen nehmen: Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. So sind es eben diese Glückpilze Gottes, welche ihre Mühsalen hier auf Erden mit Jesus Christus getragen haben, die sein sanftes Joch auf die Schultern genommen haben und über all diese Miserien triumphiert haben. Wenn wir eingeengt in unserer persönlichen Freiheit, aber auch betrübt in der Seele aufgrund der sinnlosen Einengung der persönlichen Freiheit, und noch betrübter in Wissen und in der Kenntnis, dass dies in Hasse
Gottes, Jesu Christi, seiner Kirche und der Menschheit selbst von Satan suggeriert wird, dann finden wir Erleichterung, Erquickung einzig und allein, wenn wir uns Jesus Christus nahen, so wie er es uns ja nahelegt, so wie er uns dazu auffordert: Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Welche Erquickung für denjenigen, der das, die Gnade hat, zu glauben, all diese zermürbende, augenblickliche Situation in Christus und mit Christus zu tragen. Um wie viel weniger erleichtert und um wie viel weniger glücklich sind diese arme Masse, die mit dem Satans-Sakramental im Gesicht auf die Straße gehen und brüllen, sie wollen arbeiten. Gewiss, es ist ein sehr großes Unrecht, dass diese Arbeit, dass die Wirtschaft, und zwar bewusst und zynisch, zerstört wird. Aber welche trostlose Armut, so blind gegen die Mühsal zu kämpfen. Welch großer Unterschied zum Gläubigen, beim großen Unterschied zu Jesus Christus, der diese Mühsal, diese Einengungen, diese Beschränkungen, ja sogar den Hass über sich ergehen hat lassen, über seinen Leib und ihn in seiner Seele gelitten hat. Aber da er vereint mit dem Vater in der göttlichen Anschauung das tragen konnte wie kein anderer Mensch, hat er glorreich darüber triumphiert, auch über den Tod, und uns die Gnade somit verdient, dass wir auch über alle diese Mühsal glorreich triumphieren. Nur müssen wir zu ihm. Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Wie komme ich zu Jesus Christus? Wo ist er? In der Kirche. Wo in der Kirche? Im Tabernakel. Wo im Tabernakel? In der umgewandelten Hosties, in seinem Leib, in seinem Blut. Wie weiß ich das? Das lehrt mich die Kirche. Wo? Im Katechismus. Ich komme also zu Jesus Christus unfehlbar, wenn ich in seiner Kirche seine Lehre höre und ihn selber in den Sakramenten empfange. Jene Lehre, die er geoffenbart, die er selber gelehrt hat. Er tat seinen Mund auf, erklären die Kirchenväter, bedeutet, dass das hinweist auf ein sehr langes Gespräch, auf eine sehr lange Lehre, auf einen sehr langen Vortrag, den aber dann unser Herr noch vor den Evangelisten knapp zusammenfasst, in 7 Bitten, in 7 Glückseligkeiten, die wiederum alle 7, den 7 Gaben des Heiligen Geistes und den verschiedensten Früchten des Heiligen Geistes und der Gnade entsprechen. Die 7 Bitten sind das Vaterunser. Die 7 Glückseligkeiten sind diejenigen, die wir soeben im Evangelium gehört haben. Oft und immer wieder erinnern wir gerne den vom Heiligen Augustinus hergestellten Zusammenhang zwischen den 7 Bitten des Vaterunsers, den Glückseligkeiten und den Gaben des Heiligen Geistes. Und um die Bitten des Vaterunser, den Glückseligkeiten Rechnung zu tragen, zählt er dann die Gaben des Heiligen Geistes anfangend von der Furcht des Herrn auf und stellt sie in Verbindung. Liebe Gläubige, wenn wir nur die erste Bitte nehmen, selig die Armen im Geiste, denn ihre ist das Himmelreich, sind diejenigen, die deshalb arm sind, weil sie nur eine einzige Sache haben. Und diese einzige Sache ist die Sorge, dass
der Vater im Himmel geheiligt werde. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Es ist schon so schwer, auf Erden eine Situation zu finden, wo jemand einzig und allein damit beschäftigt ist, jemanden zu ehren. Und wenn er das dann tut, dann ist das meistens irgendwie rückgekoppelt mit einem eigenen Interesse. Wie glückselig, arm und deshalb das Himmelreich Gottes, und das ist nicht wenig bekommend, ist jene Seele, die lauteren Herzens die Heiligung und die Ehre des Namen Gottes sucht. Nicht zufällig ist das die erste Bitte und nicht zufällig entspricht dies der ersten Glückseligkeit, so wie auch der siebten Gabe der Furcht des Herrn, nicht wahr? Und der Tugend der Demut. Liebe Gläubige, so könnten wir alle sieben Bitten des Vaterunsers durchlaufen, um den Organismus, um nicht nur die Lehre Jesu Christi, sondern seine lebendige Realität im Gnadenleben zu erfassen, zu wiederholen, wachzurufen in uns, auf dass wir von dieser Realität leben. Und eines ist ein Merkmal, dass ich von dieser Realität, das heißt nicht nur von der Lehre Jesu Christi, sondern auch vom Gebet, das er uns gelehrt hat, aber eben dann auch von den Gaben des Heiligen Geistes mit den Früchten lebe und diese geistige Glückseligkeit schon praktiziere, ist, wenn ich tatsächlich zu ihm gehe. Zu ihm gehen heißt, ihn dort aufsuchen, wo er ist. Und Jesus Christus ist in der Kirche. Wir können sogar mehr sagen. Die Kirche ist in gewisser Maßen Jesus Christus in dem Sinn, dass die Kirche sein Wirken lebendig fortführt. Das einmal blutig und schmerzvoll dargebrachte Opfer auf Kalvaria wird ständig fortgesetzt, nicht blutig, nicht schmerzvoll, aber die Verdienste werden ständig neu sozusagen aktualisiert bei jeder heiligen Messe. Und dafür ist die ganze Kirche eingesetzt. Das heißt, will ich von der Mühsal, von der Qual, von der Belastung der augenblicklichen, auch heutigen Situation sozusagen befreit, beziehungsweise gestützt bzw. getröstet werden, dann muss ich zu Jesus Christus gehen. Das heißt, ich muss zu seiner Kirche gehen. Das heißt, ich muss um die Gabe des Intellektes, des Verstandes bitten. Jene Gabe, die der Glückseligkeit derjenigen spricht, die reinen Herzens sind und die nicht in Versuchung geführt werden, nämlich jene Versuchung zu irren. Und wehe, liebe Gläubige, ich irre bezüglich des Ortes, wo ich Jesus Christus auffinde, der mich ja erquickt in meiner Mühsal. Wehe mir, wenn ich irre bezüglich somit der Kirche. Am 5. September, vergangenen 5. September,
haben wir auf einen Irrtum bezüglich der Kirche geantwortet. Wir haben Monsignore Vigano geantwortet und nachdem wir natürlich wertgeschätzt haben, was er alles Zutreffendes bezüglich Zweiten Vatikanischen Konzil, bezüglich Weltregierung, bezüglich Unterwanderung der Kirche und alles gesprochen hat, aber haben wir einen sehr, sehr groben Irrtum bezüglich des Ortes, wo ich Jesus finde, der mich erleichtern soll, in dieser Trübsal aufgezeigt. 5. September. Es scheint, dass am vergangenen 27. Oktober in einem langen Schreiben Monsignor Viganos, wo also den Titel trägt, wie das Vatikanum II die neue Weltregierung, also der neuen Weltregierung dient, scheint es, dass er auf unsere Kritik geantwortet hat. Unsere Kritik war eigentlich sehr einfach. Wir haben zugestimmt zu den Behauptungen, dass man absolut nichts gemeinsam hat mit der Doktrin des Zweiten Vatikanischen Konzils. Wir haben absolut eingestimmt damit, dass es zweifelhaft ist, mindestens zweifelhaft ist, dass diese Befürworter des Konzils, der neuen Lehre, überhaupt reale Mitglieder der katholischen Kirche sind. Wir haben vollständig zugestimmt mit seiner Behauptung, dass es unmöglich ist, irgendwie eine kirchliche Karriere, ein Amt, also einnehmen zu können, wenn man diesen falschen Glauben, die falsche Moral und die falsche Liturgie und Disziplin der Kirche also vertritt. Wir haben vollständig zugestimmt damit, dass diese Leute ja aus der Kirche sozusagen verjagt werden sollen, dass der Fisch vom Kopf stinkt, auch vollständig einverstanden, dass es zwei Kirchen gibt, wie er damals am 2. September behauptet hat, die Kirche Christi, und zwar nur sie, nicht eine Kirche, die in der katholischen Kirche subsistiert, aber auch eine, und damals also hat eindeutig Monsignor Vigano die Worte selber der Katharina Emmerich aufgegriffen, eine komische Kirche, eine extravagante Kirche, die sich in Rom niedergelassen hat. Ja, aber dann hatten wir vor allem den schweren Irrtum aufgezeigt in einem zweiten Teil, wo Monsignor Vigano im gleichen Satz, in welchem er schreibt, es ist legitim, in Zweifel zu ziehen, dass diese Männer real, wirklich der Kirche, der katholischen Kirche angehören, als er im gleichen Atemzug gesagt haben hat, in welcher sie aber trotzdem offizielle Rollen innehaben, die ihnen wirklich Autorität verleiht. Diese Führung des Kreises, wo also ein auch nur vielleicht nicht Mitglied der Kirche, einer, der verjagt werden muss, weil er heretisch ist, weil er apostatisch ist, weil er Götzendiener ist, weil er eine nicht-katholische Lehre vertritt, die am nicht-katholischen Konzil verkündet wurden, die Behauptung, dass ein solcher trotzdem in der Kirche Christi eine Autorität ausübt, und das ist dann die Autorität Christi, diese absurde Behauptung konnten wir nur dann verstehen, wenn wir die Begründung dieser absurden Behauptung gelesen hatten. Und die war das Gleichnis
vom Spreu und vom Weizen. Und dann haben wir verstanden, ah ja, wenn Vinek Viganon sagt, dass das Spreu, das Unkraut, beziehungsweise nicht das Spreu, das Unkraut und der Weizen, wenn Viganon sagt, dass das Unkraut und der Weizen in der Kirche sind, dann habe ich gesagt, dann ist es logisch, dass er sagt, dass der Heretiker, der Apostatiker in der Kirche auch eine Autorität einnimmt. Nur, auf diesen schwerwiegenden Irrtum haben wir geantwortet. Und wir haben gesagt, lesen Sie die Kirchenväter, lesen Sie vor allem den heiligen Augustinus. Und er sagt, er unterscheidet tunlichst die Gleichnisse, die guten und die schlechten Fische. Die guten und schlechten Fische, aber beide sind Fische. Und er sagt, Achtung, das Gleichnis vom Unkraut und vom Weizen ist was anderes. Es ist nicht Weizen und eben Spreu, vertrockneter Stroh, das Weizen war, aber vertrocknet ist. Das ist genauso wie der gute Fisch und der schlechte Fisch. Nein, sagt er, hier geht es um Weizen und Nicht-Weizen, und zwar Unkraut. Dann sagt der heilige Augustinus ganz klar, das ist nicht die Kirche. Das Unkraut gehört nicht zur Kirche. Der schlechte Fisch gehört zur Kirche. Aber da er sündig ist, wird er nicht gerettet und kommt in die Hölle. Aber das schlechte Unkraut, das möglicherweise auch in die Hölle kommt, aber auf jeden Fall, es ist nicht Kirche, es gehört nicht zur Kirche. Also ein wirklich sehr schwerwiegender Irrtum für einen, sagen wir so, hoch in Amt gewesenen Kardinal. Da sagten wir, zu behaupten, dass eben einer, der die Häresie öffentlich verkündigt und einer, der den Götzendienst öffentlich praktiziert, zu behaupten, dass ein solcher in der Kirche Christi Autorität hat, haben wir gesagt, das ist erstens gegen den Hausverstand, aber dann auch und vor allem gegen die Verheißungen Jesu Christi. Und das hatten wir damals lang und breit erklärt, dass eben die Verheißung Christi eben darin besteht, dass man immer zu ihm kann und nie daran verhindert werden sein kann, gerade deshalb, weil sollte jemand eben nicht an ihn glauben oder etwas gegen seinen Glauben behaupten oder öffentlich tun, so ist er in dem Augenblick sowieso nicht mehr Mitglied der Kirche. Somit bleibt sein Wort wahr, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich muss nicht über die Hürden von Heretikern und Schismatikern springen. Der Weg, wenn ich glaube, Jesus Christus ist immer eben und durchgangbar. Ich glaube, es scheint, als ob Monsignor Viganon auf diese Kritik geantwortet hat. Und zwar, vergangenen 27. Oktober hat er ein sehr langes Schreiben verfasst, in welchem er eine Einleitung hat. Und diese Einleitung scheint eine Antwort zu sein auf unsere Kritik. In dem kritisierten Brief vom September spricht er von zwei Kirchen, wo die zweite Gegenkirche aber Mitglieder hat, die Autorität haben in der Kirche Christi, was wir als Absurdität dargelegt haben, und auch seine Begründung des Unkraut und des Weizens eben auch zurückgewiesen haben, also als gegen die Lehre der Kirche. Jetzt schreibt er in diesem letzten Schreiben vom 27. Oktober: Augenscheinlicherweise gibt es nicht zwei Kirchen. Da kann man sagen, naja, hast ein bisschen zurückgezogen. Aber augenscheinlicherweise gibt es nicht zwei Kirchen, Bindestrich, eine Sache, die unmöglich wäre, blasphemisch wäre und heretisch wäre. Bindestrich, auch hat die einzige wahre Kirche Christi nicht aufgehört, auch heute,
ihre Mission weiterzuführen, indem sie sich zu einer pervertierten Sekte gewandelt hätte. Die Kirche Christi hat nichts zu tun mit diesen Rebellen, die sie besetzen und mittlerweile schon seit 60 Jahren. Die Überlagerung von katholischer Hierarchie und Mitglieder der Deep Church, also er nennt diese ganze Gegenkirche Deep Church, ist nicht ein theologisches Faktum, aber eine historische Realität, die den üblichen Kategorien vollständig entschwindet. Sie kann also nicht mit üblichen Kategorien beurteilt werden und muss als solche analysiert werden. Liebe Gläubige, ich möchte kurz darauf antworten. Punkt für Punkt. Augenscheinlicherweise gibt es nicht zwei Kirchen. Ja, wenn es darum geht, dass Jesus Christus nicht zwei Kirchen gegründet hat. Nein, absolut nein, als historisches Faktum, dass sich in der Historie viele Kirchen von der wahren Kirche abgespaltet haben und heute noch existieren. Ich denke an jene heretischen und schismatischen Vereinigungen, die mit den Sakramenten, sogar gültigen Sakramenten, eben nicht die wahre Kirche Christi sind. Die orthodoxen Griechen, Russen, die Nestorianer, die Monophysiten und andere. Und wie das Kirchen sind, aber sie sind eben falsche Kirchen, von der Kirche, wahren Kirche Jesu Christi getrennt, abgefallene. Also, augenscheinlich gibt es nicht zwei Kirchen, etwas, was, sagt er, unmöglich, blasphemisch und heretisch ist. Ist nicht unmöglich. Leider Gottes ist die Blasphemie nicht unmöglich und die Häresie auch nicht unmöglich. Das ist ein historisches Faktum. Es gibt Häresien und Blasphemien, die tatsächlich sich von der Kirche abgespaltet haben und Kirchen konstituiert haben, die nicht die wahren Kirchen sind. Weiters. Noch hat die einzige wahre Kirche Christi heute aufgehört, ihre Mission fortzuführen. Stimmt, wir stimmen zu. Aber noch hat sie sich zu einer Sekte gewandelt? Nein, sie hat es getan. Wenn sie überhaupt Mitglieder waren, jemals, und Viganò stellt das selber in Frage, so ist es augenscheinlich, öffentlich sichtbar, vollziehbar, dass die eine Sekte, und zwar eine pantheistische, animistische, götzendienerische Sekte ins Leben gerufen haben und wie das sichtbar ist und augenscheinlich. Und der ganze Satz beginnt ja mit augenscheinlich. Augenscheinlicherweise ist diese Sekte als Perversion nicht entstanden. Nein, und wie sie entstanden ist. Dann fährt er fort. Die Kirche Christi hat nichts zu tun mit diesen Rebellen, vollständig einverstanden. Jene Rebellen, die sie seit 60 Jahren besetzen, ja, aber diese Rebellen besetzen die Kirche so, wie die Revolutionären in die Königspaläste eindringen und sich auf seinen Thron setzen und essen und trinken. Aber nicht, wie Viganò behauptet, dass indem sie die Kirche besetzen, dann in der Kirche auch noch ein Amt ausführen. Nein! Warum nicht? Weil es uns der Katechismus, die Theologie und das Kirchenrecht lehrt, wer öffentlich vom Glauben abfällt, und das ist eben dann ein öffentlicher Akt, das ist nicht was Geheimes, das ist ein öffentlicher Akt, der hört im selben Augenblick, ohne dass es irgendwie notwendig wäre, ein Gerichtsurteil zu sprechen, hört er auf, Mitglied der Kirche zu sein. Und somit verliert er augenblicklich auch jedes Amt, das er innehaben könnte, selbst wenn er Papst gewesen wäre. Und darum der Satz, die Überlagerung von katholischer Hierarchie und Deep Church
ist nicht ein theologisches Faktum, ist falsch. Aber eine historische Realität, ja. Aber die historische Realität ist ein theologisches Faktum. Ist nicht Gott der Herr der Geschichte? Ist nicht Gott der letzte Dominus auch des historischen Faktum, dass sich eine Gegenreligion, eine Gegenkirche in Rom niedergesetzt hat? Natürlich. Und muss ich das nicht theologisch beurteilen? Freilich muss ich das. Also ist dieses historische Faktum, dass die Emmerich sieht, einer Gegenkirche, die sich in Rom niederlässt, und wie ein theologisches Faktum. Es gibt keine Kategorien, mit denen man das beurteilen kann. Falsch! Es gibt die Kategorien, mit denen ich das beurteilen muss. Die Kirche lehrt mich, dass du als Gefirmter die Kirche erkennen musst, die eine heilige, katholische und apostolische. Du bist verpflichtet zu erkennen, dass das nicht die katholische Kirche ist. Und sehen Sie, somit wiederhole ich meine Kritik an Vigano, dem ich keinen schlechten Willen, um Gottes Willen, unterstellen will. Im Gegenteil, ich hoffe, dass er auf seine Wege macht. Er ist relativ jung, konzilsmäßig gesprochen. Aber wir müssen das deshalb von uns weisen, weil das vor allem in den Traditionalisten eine große Verwirrung auslösen kann. Das Einzige, was hier für uns interessant ist, dass in allen seinen Irrtümern aber Vigano immer von Kirche spricht, nicht von einem Einzelnen. Er spricht nicht nur von Bergoglio, er spricht von Kirche. Irrend, total irrend. Kirche und Nicht-Kirche zusammen identifizieren, Riesenirrtum, aber er spricht von Kirche. Das ist ein wichtiges Moment. Denn die Antwort auf die heutige Lage ist eine Frage von Kirche und Nicht-Kirche. Ich wiederhole es. Es irren schwer, auch Traditionalisten. Auch Traditionalisten, die den falschen Kurs der Priesterbruderschaft entdeckt haben. Sie irren schwer, wenn sie meinen, das Problem lösen zu können, indem sie erklären, dass Bergoglio nicht Papst ist, Ratzinger nicht Papst ist, Johannes Paul II. Nicht Papst war, Paul VI. Nicht Papst, sondern vielleicht auch noch der Johannes der 23. Irren sie schwer und missverstehen vollständig den Helden Lefebvre, als er eben nicht Johannes den 23., Paul den 6., Johannes Paul den 2., Ratzinger als Nichtpapst erklärt hat. Warum nicht? Weil er gewusst hat, es ist ein Problem der Kirche. Und so gibt es heute Sedisvakantisten, die sich versteift haben, dass der Bergoglio nicht Papst ist, aber meinen, der Rest ist die katholische Kirche. Sei in Erinnerung gerufen. Es ist eine Frage der Gesamtkirche. Es ist nicht die Frage einzelner, auch Päpste, die in Häresie gefallen sind. Es ist viel, viel größer, die Frage. Und darum war es weise, darum war es klug, bis auf ein Jahr vor dem Tod zuzuwarten, um zu bestätigen, das, woran er nie gezweifelt hat, Erzbischof Lefebvre, das ist nicht katholische Kirche. Natürlich, wenn die ersten Indizien an den Tag kommen, dass da nicht katholisches gesagt und gemacht wird, ist klar, dass man zuerst zuwartet und schaut, Moment, hat das einer gemacht? Zufällig ist ihm rausgerutscht, ist das ein Versteckter, der langsam ans Tageslicht kommt? Machen das alle? Ist da nur eine kleine Gruppe? Ist das überall? Das in einer Gesellschaft, die ja eine eigene Realität ist, braucht es natürlich Zeit, um festzustellen zu können, wie sehr hat sich da eigentlich diese Gesellschaft von ihrer Identität gelöst
und inwiefern und wie viele sind eigentlich schon aus dieser Gesellschaft ausgeschieden? Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Und mit dieser Realität spielt auch der Vigano. Denn in diesem Brief schreibt er, nur eine ganz kleine Schar von Bösewichten sind diese Deep Church, die in der Kirche Jesu Christi Autorität ausüben. Eine Beurteilungssache, aber ist auch falsch. Diese kleine Schar war zur Zeit von den Piuspäpsten. Und diese kleine Schar war versteckt und hat sich versteckt gehalten. Das war wirklich eine Deep Church, als die eingeschleusten Freimaurer in der katholischen Kirche aber es nicht gezeigt haben, dass sie Freimaurer waren. Und deshalb auch noch Mitglieder der Kirche geblieben sind, solange es eben nicht öffentlich geworden ist. Das ist ein Unterschied. Da kann es gestimmt haben, was heute Vigano sagt. Damals zu Pius X Zeiten, da waren, und auch gar nicht weniger, aber eine Handschar versteckter Deep Church Bischöfe und vielleicht auch schon Kardinäle. Aber von einer Deep Church kann ich nur sprechen, wenn ich sie vermute, aber wenn es nicht augenscheinlich ist. Aber wenn es augenscheinlich ist, dass diese Männer einen nicht-katholischen Glauben verkünden und götzendienerische Akte an den Tag legen, dann kann ich nicht mehr von einer Deep Church sprechen. Weil die Deep Church ist eben versteckt. Die sind nicht versteckt. Und da sie nicht versteckt sind, sind sie automatisch nicht mehr Kirche Christi. Darum ist also auch diese ganze Parallele von Vigano zwischen Deep State, der den Trump fertig machen will, und Deep Church, wo der Bergoglio der Chef wäre, ist falsch. Ist falsch. In einer zivilen Gesellschaft, natürlich, die kann unterwandert sein und dieselbe Gesellschaft, dieselbe Regierung kann also sozusagen eine Untergrundregierung haben. Ja, aber das ist in der Kirche nicht möglich. In der Kirche ist es nicht möglich, dass eine Nicht-Kirche die Kirche Jesu Christi regiert und Autorität hat. Ist nicht möglich. Das ist aufgrund seiner Verheißungen nicht möglich. Und das, liebe Gläubige, nicht um zu theoretisieren, rechthaberischen Streit zu führen, sondern um zu wissen, wo ist der ebene Weg, wo ich zu Christus kann, der ich ja schon genug mühselig und beladen bin mit meinen eigenen Schwächen, mit den Schwierigkeiten, die ich habe in meinem Stand, mit meiner Familie und noch dazu mit dieser ganzen Covid-Geschichte. Ich muss wohl wissen, wie ich geradeaus zu unserem Herrn kann, was immer sein wird bis zum Ende der Welt, der Zeit. Möge die allerseligste Jungfrau Maria uns die Gabe des Verstandes und die Reinheit des Herzens erbitten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.